Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Tales of Phantasia. Ich will immer noch Golden Sun sagen. Mal sehen, wie viele Parts ich machen muss, bis dass ich lerne, dass das hier nicht Golden Sun, die vergessene Epoche ist. Ne? Auf jeden Fall, wir haben im letzten Part das geile Schwert hier bekommen. Wir sollten es vielleicht ausrüsten. Ne? Ach, ich habe schon ausgerüstet. 1000. 1100! Ja, übertreibt doch noch mehr. Auf jeden Fall, wir werden jetzt nach der Stadt suchen. Nur blöd, dass ich noch nicht nach der gesucht habe. Ne? Und ja, ich weiß ungefähr, wo das Nia-Dorf liegt. Ne? Ich weiß aber nicht, ob wir da schon hin können. Und ich habe keinen Bock, den Scheißwald jetzt abzusuchen. Offscreen, nur da, um da nicht Zuzu vorzufinden. Ne? Deswegen werde ich erstmal zu der Stadt gehen. Nur blöd, dass ich nicht nachgeschaut habe, ne? Ja. Wenn ich es nicht finde bei meinem Flug, ja, dann schneide ich es rein oder so, keine Ahnung. Sie müsste Midgard sein, in der Nähe irgendwo von Midgard, oder? Da ist ja Wald. Ich glaube, mal gesehen zu haben irgendwo, dass das ein Maisgebiet ist. Das ist Freeland. Das ist die Map echt so klein. Hier ist Friedskill. Oder? Das müsste Friedskill sein. Oh, wait. Wo ist dieser kleine Punkt hier? Ach so, das ist Tor. Stimmt. Oder war es Tor? Ja, doch. Ist das kalt? Lass uns ein Gasthaus suchen. Ach, das ist die Stadt sogar, lol. Hier irgendwo sollte man die kurz starten können. Ort der ewigen Dunkelheit. Wo war das nochmal? Ich glaube hier drin. Oder auch nicht. War aber hier irgendwo. Aber nicht außerhalb der Stadt, so viel kann ich schon mal sagen. Ich glaube, hier drin war es. Ja, genau, hier drin war es. Muss mit irgendjemandem hier reden. Ich glaube, mit dem Soldaten hier. Oh, bist du nicht Cress? Ich habe Nachrichten aus dem Königreich Alvanista. Die sucht aus. War es nicht wahr? Ja. Hast du einen Tipp für uns? Nein. Wir vom Forschungsteam glauben, dass in dieser dunklen Region etwas Verdächtiges vor sich geht, aber wir haben noch nichts Konkretes in der Hand. Oh, tut mir leid. Ach ja, das habe ich bei einem Monster, das ich besiegt habe, gefunden. Vielleicht ist das ja für etwas nützlich. Bitte, nehm es ruhig. Vielen Dank. Deris Emblem erhalten. Ach, das wärmt mich wieder auf. Hier bekommt man den besten Kaffee der Welt. Okay. Sein Zweck ist nicht bekannt. Ganz ehrlich, ich schau noch mal gerade kurz mit der Suzu Quest bis gleich. Ja, Leute, Augen aufmachen, da ist noch eine Person. Ah, ist mir kalt. Ich denke, ich werde der heißen Quelle einen Besuch abstatten. Im Ninja-Dorf gibt es eine wunderbare heiße Quelle. Da hört man gleich auf mit den Zähnen zu klappern. Da solltet ihr mal hingehen. Wo das Ninja-Dorf ist? Tief im Wald von Trent. So hat man mir das wenigstens gesagt. Ja, soweit ich weiß, gibt es in Alvanista noch jemanden, der auch sowas sagt. Da werden wir auch mal kurz hingehen.
Digga, ich habe Angst vor Hasen, said Rezio. Besonders so weiße Hasen in einem Schneegebiet, Alter. Na, wissen wir jetzt, wo die Stadt ist? Hier in der Nähe davon. Von Friedskiel. Alvanista, wo bist du? Okay, hier ist schon mal Midgards. Ja, okay, hier. Ja, wenn ist da. Das war irgendwo auf einem Dach, das weiß ich noch. Irgendeine Person. Ich weiß ja nur nicht mehr wer, ne? Und wo? Wo ungefähr wen weiß ich noch, aber ich weiß halt nicht mehr wo. Ich glaube, man konnte nur. Ja, doch, ich weiß wieder hier. Ich glaube, der Typ mit den grünen Haaren. Habt ihr schon mal etwas über das Ninja-Dorf gehört? Der Eingang zu dem Dorf soll sich irgendwo im Wald Trent befinden. Ja, und da werden wir jetzt hingehen, ne? Weil wieder in den Wald, in dem wir im letzten Part waren. Ja. Macht das Spaß. Wait a minute. Bevor wir irgendwas machen, muss ich mir noch anschauen, was aus dem Haus hier geworden ist. Wir lebten jetzt hier. Studenten? Ach, das ist jetzt ein Internat. Okay. Interessant. Und da unten in der Nähe des Waldes gab es doch auch noch ein Haus irgendwo. Das war da hinten, glaube ich, ja. Das war ja übelst seltsam. So, ich glaube, das war komplett leer und nur so Statuen zum Verschieben waren da. Die kann man nicht mal verschieben. Ne? Ich meine, dass das irgendwas mit der Sidequest zu tun hat, ne? Und selbst 150 Jahre später ist dieses Haus hier verschlossen. Seltsamerweise sehen die Häuser immer gleich aus. Also keine Ahnung, ob die die hier regelmäßig renovieren oder so. Oh ja, Halbelfen dürfen hier ja nicht weitergehen. Aber was mit Amber? Wir können sie nicht hier lassen. Das ist schon in Ordnung. Ihr geht weiter. Ich bleibe hier. Bist du sicher? Es tut mir leid. Komm, Leute, wir kennen Amber mittlerweile ganz gut. Wir wissen, dass sie sowieso mitkommen wird. Ja, wait, wie viel? Hier, Punkte kostet 36. Oh, Alter, wehe, Origin ist nicht gut. Wehe. Oh, Origin sehen wir jetzt zum ersten Mal. Oh. Oh, Alter. Alter, Heelshot, heilt der mich oder so? Oder habe ich das gerade falsch gehört? Ich habe gerade Heelshot gehört und ich habe den Text oben nicht gesehen. Hat er einen Angriff namens Heelshot? Wahrscheinlich hat er Galeshot eingesetzt oder so. Geil, Alter, ich gehe erstmal falsch, ne? Oder bin ich irgendwie falsch abgebogen oder so? Ja, doch, ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Ja, okay, sorry. Das macht einfach 3000 Schaden, der Angriff. Und dabei ist das einfach nur ein riesiger Pfeil, ne? Oh, lol, hier ging es weiter. Ey, diese Bäume, die regen mich aber auch auf. Echsen. Ich habe einen Hass auf Echsen mittlerweile. Ach so, das sind die von der Vergangenheit. Ja, okay. Die sind easy besiegt. Da ist sogar Gnome aus.
Warum setzt er eigentlich immer Gnome ein? Irgendwie, weil das auf jeden neutral ist oder was? Wir sind ja gleich hier. Eigentlich ist der Weg gar nicht so weit, ne? Man muss halt erstmal den Weg kennen, ne? Wenn man den aber kennt, dann ist es halt echt kein langer Weg so dorthin, ne? Ifrit. Mann, er hat jetzt 5500 TP gefühlt, ne? Aber es sollte sich halt trotzdem mit Origin zurückhalten, ne? Maxwell! Mal sehen, wie viele ihn nicht treffen. Ja, okay, es haben ganze zwei getroffen. Es hätten insgesamt drei getroffen, Alter, super. Manchmal ist das schon random. Hier nach oben sind wir ja schon mal im Elfenland. Ne, ihr dreimal dürft ihr raten, wer später noch nachkommen wird. Oh Leute, ich merke gerade, ich muss bei Emma noch die ganzen Sachen ausrüsten, die ihre Mutter ihr gegeben hat. Stimmt. So, wir müssen jetzt, glaube ich, nach links und nach oben. Ich glaube, hier muss ich noch nach oben. Ach komm, die Gegner, die regen mich aber auch auf. Ja, ohne Scheiß mit Chester kann man definitiv arbeiten. Obwohl er ein paar Level unter uns ist, aber ich denke, das wird jetzt keinen so großen Unterschied machen. Er tankt halt nur etwas weniger. Und das ist das größte Problem, das ich habe. Nochmal nach oben. Nein. So, bin ich gerade falsch gegangen? Okay, den letzten Safe State habe ich hier gesetzt. Egal, auf die Gegner habe ich keinen Bock. Lass mich in Ruhe. Ich bin froh, dass ich nicht mehr auf irgendein scheiß Feuer achten muss. Ich glaube, hier musste ich da nach oben. Ja doch, ich glaube, ich musste hier nach oben. Und ich glaube, hier nochmal, wenn ich mich nicht irre. Puh. Ja doch, ich glaube schon. Ja. Wer bist du und was machst du an einem Ort wie hier? Digga, willst du mich verarschen? Hast du sie schon vergessen? Ich werde euch herumführen. Wartet. Hey, wartet auf mich. Ja, war klar, dass sie nachfliegt. Aber hey, so wird sie wenigstens nicht von den Elfen geschnappt. Willkommen im Ninja-Dorf. Bitte geht zu meinem Großvater. Er ist unser Oberhaupt. Warum kennt Crest sie nicht mehr? Oder kann man das in der Theorie schon machen, bevor man bei ihr war? Mein Großvater ist dort drüben. Dies ist also das Haus des Oberhaupts. Was für ein ungewöhnlicher Anblick. Ich wüsste gar nicht, wie ich das beschreiben sollte. Was? Hey, der Boden der Grube ist mit Bambusspitzen präpariert. Tut mir leid, hier gibt es viele Fallen. Das sind reine Vorsichtsmaßnahmen. Du hättest uns ruhig eher warnen können. Das ist nicht witzig. Ach, ist schon in Ordnung. Cress, wir sollten wachsam bleiben. Wachsam bleiben, erstmal runterfallen, ja. Cress! Was habe ich dir gesagt? Ich hatte nebenbei nicht die Steuerung über das Geschehen hier. War eine witzige Szene. Chris, geht's dir gut? Ja, ich denke schon. Ich habe schon länger nicht mehr genug, deswegen. Ja.
Ich bin Ranzo Fujibayashi, Oberhaupt des Ninja-Dorfes. Entschuldigt, wenn unsere Vorsichtsmaßnahmen euch verletzt haben sollten. Susu, hast du schon vergessen, was ich dir gesagt habe? Bevor Gäste hier ankommen, müssen die Fallen deaktiviert werden. Es tut mir leid. Oh, das ist schon in Ordnung. Nein, ist es nicht. Ihr werdet euch erkälten. Obwohl eigentlich nur sie. Kommt, setzt euch in die heiße Quelle. Danach haben wir immer noch Zeit, miteinander zu reden. Fängt das so random. Angeblich kennen wir sie auf einmal nicht mehr. Und dann bringt sie uns zu ihrem Oberhaupt und der sagt uns: Ja, komm, lasst uns in der heißen Quelle chillen, dann reden wir miteinander so. Oh ja, die heiße Quelle. Das ist also eine heiße Quelle. Die riecht irgendwie nach faulen Eiern. Ah, das ist großartig. Oh lol. Da ist nicht mal eine Trennwand. Wollt ihr mich verarschen? Mint baldisch. Ich komme. Digga, ich. Ah doch, es ist eine Trennwand, okay. Oh, safe kommt jetzt irgendein Joke, dass da irgendwer versucht drüber zu klettern, um bei den Mädels zu spannen, ne? Safe. Ah, das tut gut. Nicht nur gut, das ist einfach fantastisch. Als ob da eine Tür zwischen den beiden ist. Wollt ihr mich verarschen? Oh, so groß. Wie bitte? Mint, du siehst fabelhaft aus, Mint, wie ein Erwachsener. Ach komm, müssen wir jetzt diese ganzen Tropes durchgehen? Wollt ihr mich verarschen? Wie, hör auf, dich über mich lustig zu machen. Nein, wirklich, ich bin doch eine Hühnerbrust im Vergleich zu dir. Digga, ich bin neidisch. Oh, sei ruhig. Oder ist da eine Trennwand? Hast du das gehört? Was? Worüber sich Emma und Mint gerade unterhalten haben. Hühnerbrust und so. Also, ich bin der Meinung, der Sache sollten wir auf den Grund gehen. Alter, Digga. Chester. Warte. Ich an deiner Stelle würde das nicht machen. Okay, es ist eine Trennwand. Aber man müsste wieder jung sein, die Aussichten wären. Ich möchte gar nicht wissen, was du wohl meinen könntest. Digga. Der spannt gerade wirklich. Als ob die das wirklich einbringen. Und natürlich ist es Chester, der auf Emma guckt. Und die zwei, die verstehen sich ja so schon nicht. Ich wusste es, du bist so ein. Ah! Warum finde ich das gerade so witzig? Ich hab's dir doch gleich gesagt. Mint, Amber und Chester haben jeder einen neuen Titel erhalten. Wenn es irgendwas mit perverser Spanner, irgendwas mit Hühnerbrust und irgendwas mit den großen Möpsen oder so. Nun, habt ihr euch gut erholt? Ja, danke. Das ist das Mindeste, was ich für jene, die die Welt retten werden, tun kann. Und woher weißt du das so genau? Fühlt euch bitte ganz wie zu Hause. Uns sind Gerüchte zu Ohren gekommen. Ihr habt es euch au zur Aufgabe gemacht, den niederträchtigen Daos zu besiegen, nicht wahr? Woher wisst ihr das? Ja, das würde ich auch gern wissen. Ich meine, ja, vielleicht stehen wir ja schon in den Geschichtsbüchern. Ne? Vielleicht liegt es daran, ne? Sind einfach Fame. Ich dachte, euer Dorf hätte alle Verbindungen nach außen aufgehoben. Oberflächlich gesehen scheint dies auch der Fall zu sein. Aber wir haben Geheimagenten in Euclid und Alvanista. Geheimagenten? Man könnte sie auch Spionen nennen. Unser Hauptaugenmerk ist darauf gerichtet, Informationen zu erhalten, die nicht offen für jeden sind. Also habt ihr uns auch ausspioniert? Mir gefällt es hier immer weniger. Das war nicht sehr nett. Chester, du und dein übergroßes Mundwerk. Nein, ich finde, er hat durchaus recht. Es gibt zu viele Ninja, die da ausdienen. Das weiß ich, weil ich stets das Gefühl hatte, beobachtet zu werden. Ja, meint ihr die ganzen Gift-Ninja? Ihr versteht das völlig falsch. Diese Leute. Susu, lass mich es ihnen erklären. Ja, Sir. Eigentlich wollte ich eine besondere Bitte an euch beauftragen. Eine Bitte? Daraus entführt er unsere Ninja und unterzieht sie einer Gehirnwäsche, damit sie seinen Plänen folgen. Gehirnwäsche? Und niemand kann sie in Erfüllung ihrer neuen Mission aufhalten, so? Ich gehe davon aus, dass dieses Gefühl der Bedrohung von ihnen verursacht wurde. Susus Eltern gehören zu jenen, die vermisst werden. Sie sind vor 2 Jahren verschwunden.
Ich weiß, ihr seid auf der Mission, die Welt von da aus zu befreien, aber würdet ihr uns auch bei der Suche nach ihren Eltern, nach den Eltern dieses Kindes helfen? Auch um Susus Willen. Ich weiß nicht, wie sehr wir dabei überhaupt helfen können. Aber wir werden es unser Bestes geben. Och, nicht noch eine Mission. Du kannst echt nicht Nein sagen, oder, Chris? Was laberst du denn da? Das ist doch seine beste Eigenschaft. Der Name ihres Vaters ist Soso und ihre Mutter heißt Okio. Oder Okio. Nach unseren Informationen hält sich ein Paar, auf das ihre Beschreibung passt, bei Euclid auf. Bitte versucht sie unter allen Umständen zu finden. Oh, und wie ist es für dich? Noch ein Schwert. Dies ist ein ganz besonderes Schwert, ein Familienerbstück. Ist das wirklich in Ordnung, wenn ich das einfach so mitnehme? Ich möchte, dass du es annimmst. Es ist das Muramasa. Außerdem würde es bei mir nur über den Kamin hängen. Wir sind gerade mal bei 20 Minuten. Ich dachte zuerst, dass ich zuerst 30 gelesen habe. Okay, Muramasa erhalten. Quest, er hat doch einen Titel unserer Samurai. Ne, er ist jetzt einer der 7 Samurai der Meere. Er ist jetzt in One Piece. Ja, aber Muramasa ist safe nicht besser, oder? Nein. War klar. Ist halt selbst schwächer als das Laserschwert. Ich könnte mir vorstellen, dass man das auch hätte vorher bekommen können. So, Titel, was hat für. Also er hat Samurai bekommen, den mag ich eigentlich. Ja, was hat sie bekommen? Hier, Glamour Queen, war es das? Ich dachte ernsthaft, die würden jetzt irgendwas mit ihren Titten nehmen. Komm, glücklicher Mann. Böser Junge. Ja, komm, du bist jetzt ein böser Junge. Und bei dir ist es was? Dünnes Webchen. Ach komm, ich habe jetzt. Ich glaube, das ist zensiert. Ohne Scheiß, ich denke, die haben das bei allen dreien zensiert. Weil ihr könnt mir nicht sagen, dass die allen Ernstes so solche Titel bekommen haben. Ich weiß, dass meine Eltern am Leben sind und dass es ihnen gut geht. Wo auch immer sie auch sein mögen. Gibt es jetzt noch irgendwelche Fallen beim Rausgehen? Okay, da hat irgendeine Sidequest, aber die ist mir egal. Ach ja, stimmt, bevor ich es vergesse. Ember, ich habe da von ein paar Leuten was bekommen für dich. Aber erstmal werde ich dich an Chesters Stelle platzieren. Ausrüstung. Hier, Sternbesen. Ich habe doch noch irgendwas bekommen. Hier. Hier kann ich auf jeden Fall speichern. Oh, komm, machen wir mal. Aber damit beginnt diese Sidequest. Ey, ohne Scheiß, das mit den. Ohne Scheiß, es war so klar, dass das einfach kommt, so eine Szene. Ne? Es war einfach klar, dass so eine Szene kommt. Und krass, Ember ist immer noch auf demselben Level wie wir, hätte ich nicht gedacht. Wie komme ich hier raus? Ah, das ist ja irgendein geheimes Dorf. Och, ne, bitte, bitte, nein, nein, bitte nicht. Nein. Ich will nicht doch mal durch den Wald. Boah, geilen Flicken. Ja. Der Wald. Juhu. Ach so. Wollt ihr schon gehen? Ich komme mit. Wo sollen wir hin? Eingang vom Ymirwald. Ich gehe vor. Wir sehen uns am Eingang vom Ymirwald. Bis später. Also gut, gehen wir. Ach so, das alles war nur Teil des Dorfes. Verlassen wir diesen Wald jetzt endlich? Mann, hier ist es so langweilig. Ja, aber in der Theorie könntest du schon nach dem Elfenland auf uns warten im Wald, ne?
Obwohl, was ist, wenn jetzt einer der Elfen sie jetzt erwischt? Ja, wie immer halt. Nach Euclid. Ich finde es krass, wie klein die Spielewelt einfach eigentlich ist, ne? Ich verstehe aber immer noch nicht, was mit Midgards passiert ist. Ich hoffe, das wird noch erwähnt irgendwo. Jetzt darf ich hier suchen. Super. Und ich glaube, ich werde kurz nachschauen. Ich habe keinen Bock, hier lang zu suchen. Bis gleich.